Hallo, wir sind die drei Schweinchen. Und wir haben eine Erzählung für Sie. Weil heute eure Geburtstag ist, denke ich, dass ihr aussehen sollt. Was? Aber wir sind erst 40. Das ist unfair. Das stimmt. Kein Widerspruch. Geh weg. Was können wir machen? Wir brauchen eine Wohnung. Ja, ich denke, eine Wohnung auf Stroh ist am besten. Nein, das wird nicht gehen. Holz ist besser. Ihr seid verruchte Schildkröten. Ich werde mein Haus aus Ziegelsteinen bauen. Wenn wir eigen nicht sein können, dann müssen wir drei Häuser bauen. Hallo. Hallo. So, was kann ich für Sie tun? Ich brauche viel Stroh für mein Haus. Wie möchten Sie bezahlen? Ich habe kein Geld, aber ich kann gut singen. Mein Vater sagt, dass ich eine schöne Stimme habe. Meister Jakob, schläfst du noch, hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Das war wunderbar! Komm mit, lieb Schreiner! Hallo, ich brauche viele Holz für mein Haus. Sie sind bei mir an der richtigen Stelle. Ich muss fragen, haben Sie eine Schwester? Ja, ich habe zwei. Beide sind dumm. So, mein Holz, wo ist das? Beruhige dich, Sie müssen Schwester bezahlen. Ich habe kein Geld, aber ich bin sehr lustig. Möchten Sie einen Witz hören? Ach, nein. Lustig? Genau. In der Wüste, ein Sandkorn zum anderen. Hi, ich fühle mich irgendwie beobachtet. Okay, hier ist die Holz. Auch kein Mir. Hallo, ich bin die kluge Schweine. Ich möchte ein Ziegelsteinenhaus bauen. Bitte haben Sie Ziegelsteine? Ich habe Angst über den Werwolf. Sie sind die klügste Schwein, das ich heute getroffen habe. Vielen Dank, ich weiß. Haben Sie auch ein Talon? Ja, ich kann jonglieren. Sehr gut. Hier ist die Ziegelsteine. Dankeschön. Viel Glück. Hallo, Freunde. Hallo. Wie geht's? Danke, gut. Haben Sie heute drei Schweinchen gesehen? Ja, stell dir vor, jetzt wohnen Sie allein. Ah, sehr gut. Hihihi, kleines Schweiner. Du hast ein sehr schönes Haus auf Stroh. Ach, der Werwolf! Bitte, geh weg! Nein, ich will nicht. Lass mich doch zu dir hinein. Nein! Ich werde stempeln und tempeln. Ich werde husten und pusten und dir dein Haus zusammenpusten. Ach, mein Haus ist kaputt. Ich muss zu meiner Schwester fliehen. Der Werwolf kommt. Haha, weil du dein Haus aus Stroh gebaut hast, konnte der Werwolf es kaputt machen. Okay, tschüss. Ich gehe zu meiner anderen Schwester. Kleines Schweiner, du hast ein sehr schönes Haus aus Holz. Ja, mein Haus ist aus Holz. Was willst du denn? Lass mich doch zu dir hinein. Geh weg, du schmutziger Hund. Ich werde stempeln und tempeln. Ich werde husten und pusten und dir dein Haus zusammenpusten. Lass mich doch zu dir hinein! Nein! Du bist der Werwolf! Nein, ich verspreche dir, ich bin deine Schwester! Du musst bitte sagen! Nein! Okay, jetzt bin ich überzeugt. Der Werwolf wird netter sein als du. Liebe Schweinchen, lass mir doch zu dir hinein! Ach, der Werwolf! Ich habe Angst! Halt die Schnauze! Alles gut, mein Haus ist stark und fest.
Ich werde stempeln und tempeln, ich werde husten und pusten und dir dein Haus zusammenpusten. Schau doch mal zum Werwolf. Ist tot. Liebt. Ich denke, der atmet. Nicht mehr. Ah, was hast du getan? Wollte uns essen. Liebe Schweinchen, ich bin dein Vater. Hallo. She's ad-libbing. Ahem. Meister Jakob, schläfst du noch? Sehr gut. You guys cannot be laughing. Please stop. Okay. No. Sehr gut! Sorry. I forgot! Hallo, Freunde! Hallo! Yay! Der Werwolf kommt! Warum du dein Haus auf Stroh gebaut? Der Werwolf ist... Is there room for me in the house? Mm-hmm.